diesem Video geht es um einen ganz besonderen Platz, der fast schon magisch ist und so eine kleine Vorgeschichte hat. Denn das ist ein Platz, da würde man auf jeden Fall jetzt in dieser Zeit niemals angeln. Und bevor wir so richtig am Fluss losgelegt haben, hätten wir im Allgemeinen nicht gedacht, dass das ein interessanter Platz ist. Herzlich willkommen zum nächsten Flusslog. Ich habe hier den perfekten Einstand für dieses Video. Einen richtig schönen, kampfstarken Flussschuppi. Ja, was es mit diesem doch schon fast magischen Platz auf sich hat und was hier so die letzten Tage passiert ist, das erfahrt ihr auf jeden Fall auch noch. Aber so für den Anfang ist ja doch richtig geil, oder? Ja, herzlich willkommen nochmal zu diesem neuen Flusslog. Ja, das ist irgendwie ein Platz mit Geschichte, denn den haben wir damals halt nur entdeckt, weil wir hier beim Raubfischangeln am 1. Mai anscheinend einen Fisch gehakt hatten, haben ihn aber nicht rausbekommen, aber dann hing halt wirklich eine große Schuppe dran. Und dann haben wir es hier irgendwann mal probiert und der Platz hat immer gut funktioniert. Eigentlich ist das ein typischer Sommerplatz. Wir haben hier das Wehr, hier kommt ordentlich Sauerstoff rein. Und wir haben es dann immer so am nahenden Sommer bzw. an den hohen Wassertemperaturen festgemacht. Aber dieses Jahr wollte ich es einfach hier wissen. Ich wollte hier anfangen. Und das habe ich auch in Form von drei Tagessessions. Drüben hat es den Steg irgendwann mal weggerissen durch das starke Hochwasser. Und da ist halt immer so eine Kehrströmung. Und dementsprechend war hier ein Angeln möglich, wo es auf offener Strecke eben noch nicht möglich war. Ich habe hier gefüttert und was in diesen Tagessessions passiert ist, das seht ihr jetzt einmal. Thank you.
er war schon die Session war ja eigentlich ja nur als kleine Tagessession geplant und es ist einfach nicht so viel Zeit, auch irgendwie Aufnahmen zu sammeln, aber jetzt muss ich einfach mal in die Kamera quatschen, denn es ist ein Platz, den ich auch schon kenne und hier ging eigentlich immer was. Nur war ich hier noch nie so früh im Jahr. Und ich wollte es einfach mal testen und man sieht, es ja, geht anscheinend schon was. Ich habe eben schon einen Lauf gehabt, den hatte ich jetzt leider verloren. Aber im Allgemeinen ist es hier ja, wie Kino. Wenn man die Routenspitzen beobachtet, sieht man eigentlich die ganze Zeit, wie irgendwie irgendwas auch den Köder attackiert. Also es werden mit Sicherheit meistens irgendwelche Döbel sein. Aber es ist einfach irgendwie nochmal wieder was ganz anderes, weil man nicht einfach nur sitzt und ja, es passiert nichts, sondern man kriegt halt irgendwie durchgehend hier ein Feedback. Das hat man halt irgendwie nur hier im Fluss. Deswegen, ich werde hier und da nochmal ein bisschen was aufnehmen. Wahrscheinlich werde ich hier auch nochmal eine weitere Tagessession machen. Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass ich den verlorenen Fisch gleich irgendwie wieder wettmachen kann, indem ich gleich den nächsten fange oder vielleicht nochmal einer abläuft oder irgendwie sowas. Ich bin gespannt. Alter Flussrecke. Hier hat er einen ganz verformten Kiemendeckel, also der hat auf jeden Fall schon richtig was mitgemacht. Geil. Geil ist es hier. Ja, hiermit endet diese Tagessession schon mal. Ich werde hier auf jeden Fall wiederkommen und hier auch weiter füttern. Seitdem das Wehr noch weiter aufgemacht wurde, ja, hat sich hier komplett der Strömungsdruck einfach noch weiter erhöht, auch in dem Strömungskessel. Und seitdem ist die Fischaktivität komplett eingeschlafen. Dementsprechend ja, würde ich es jetzt erstmal darauf zurückführen und mal gucken, wie es bei der nächsten Session ist, wenn da der Druck vielleicht wieder ein bisschen geringer ist. So, Day Session Nummer 2 am Platz. Heute ist das Wetter auf jeden Fall viel, viel sonniger und das bringt im Fluss ja schon manchmal ordentlich Temperatur. Dementsprechend bin ich relativ zuversichtlich, auch wenn das Wehr immer noch sehr weit auf ist und die Strömung hier im Kessel auch immer noch sehr stark ist. Aber wie gesagt, ich tippe jetzt erstmal wirklich auf die Wassertemperatur. Gerade hier am Platz ist es dann auch wichtig, dass man Rigs fischt mit Haken, die eine nach innen gebogene Spitze haben. Denn da unten ist schon ordentlich Bewegung und ich habe hier so beschichtete Haken drauf. Da sieht man das ganz gut. Die waren vorher ganz grün bis auf die Spitze und mittlerweile sind die schon ziemlich ja, blank geschubbelt. Aber der Haken ist immer noch scharf und das hätte man meiner Meinung nach eben nicht, wenn die Spitze ja, ganz normal gerade wäre. Die Ruten fliegen jetzt rein. Ich habe den Platz weiter unter Futter gehalten. Und mal gucken, ob das so gut anläuft wie beim letzten Mal. Ich hoffe es einfach. Die GoPro stelle ich auch gleich wieder hin. Und dann Abfahrt.
ja, was soll ich sagen, dieser Platz ist einfach nur ein absoluter Renner. Die Routen lagen jetzt 15 Minuten. Es war schon mal eine kleine Aktion auf der linken Route. Und jetzt wollte ich die rechte Route eben noch mal ein bisschen weiter nach vorne stecken, weil mich stört das, wenn die Spitzen nicht parallel sind. Und in dem Moment läuft dann einer ab. Total geil. So, und jetzt zeige ich ihn euch. Ah, ein richtig toller Flussfisch. Richtig geiles Teil. Ich freue mich riesig, dass es hier so klappt. In so einer Tagessession. Es ist einfach der pure Wahnsinn. Da gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Mega. Richtig geil. Richtig, richtig geil. So, hier ist nochmal die andere Seite. Ah, diese Flusskarpfen, die sind einfach richtig geil, Mann. Yes, ey. Der Plan geht voll auf. Ja, Tagessession 2 neigt sich jetzt auch schon wieder dem Ende. Bis auf diesen Fisch, der gleich am Anfang einstieg, ist jetzt tatsächlich gar nichts mehr passiert. Ich habe da mit mehr gerechnet heute. Werde den Platz jetzt aber trotzdem weiter unter Futter halten, weil so viel ist jetzt hier tatsächlich noch gar nicht reingeflogen. Und das Wasser ist zwar wärmer geworden um 1 Grad, aber wir sind jetzt halt trotzdem gerade mal bei 9,9 Grad und das ist jetzt noch gar nicht so viel. Gefüttert hatte ich jetzt einen Tag, dann hatte ich geangelt, dann habe ich noch einen Tag gefüttert und jetzt habe ich nochmal geangelt. Mal schauen, wie das wird, wenn ich jetzt hier ein paar Tage hintereinander fütter. Das werde ich jetzt tun, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wann ich die nächste Session machen kann. Das Wetter soll ja jetzt demnächst auch immer wieder wärmer werden, der Wasserstand wird niedriger und damit auch der Druck. Dementsprechend glaube ich schon, dass der Platz hier einfach wieder besser anläuft und ich hier mit mehr Frequenz rechnen kann. Wobei ich jetzt aber trotzdem auch zufrieden bin mit einem Fisch bei so einer kleinen Tagessession. Das ist dann schon ganz cool. Der Platz funktioniert. Jetzt geht es wirklich nur noch die Frequenz. Ja, mit mehr Vertrauen, wenn ich hier eben länger fütter, vielleicht nach oben zu pushen. Denn ich denke, die Futtertaktik, die Rigs und so weiter, das ist alles gut. Beschweren kann ich mich nicht, denn ja, 2 Tagessessions, 2 Fische, 2 gute Fische für den Fluss. So kann es weitergehen. Ja, es geht weiter. Tagessession Nummer 3 am Fluss, an meinem Futterplatz hier. Diesmal ist die Ausgangslage ein bisschen anders. Und zwar habe ich jetzt quasi nicht nur einen Tag Ruhe vorm Angeln oder Futter vorm Angeln, sondern ich habe jetzt hier weiter gefüttert nach dem letzten Mal. Und das ist jetzt gute 4 oder 5 Tage her. Dementsprechend hoffe ich, dass sich die Fische die Zeit jetzt hier genommen haben, das Futter natürlich gefressen haben und jetzt auch ein bisschen Vertrauen aufgebaut haben. Die Rigs sind noch fertig, ich muss jetzt nur quasi einmal die Routen zusammenstecken und die Bissanzeiger in den Boden stecken und dann fliegen die Routen auch schon rein. Mal gucken, wie schnell heute der erste Biss kommt, beziehungsweise ob überhaupt einer kommt. Die Routen liegen jetzt und ich muss sagen, ich schaue schon, dass ich die Boilies in einem kleinen Bogen fütter. Einfach damit, wenn sie auf die Wasseroberfläche aufkommen, sie ordentlich einen Ton erzeugen. Jeder kennt das von uns, denke ich. Und ich glaube, dass wenn man Plätze lange unter Futter hält, dass die Fische dieses Geräusch dann einfach wirklich auch mit Futter verbinden. Gerade hier an dem Platz, ich habe jetzt gerade vor 2 Minuten gefüttert und mich gerade auf den Stuhl gesetzt und dann kam schon die erste Aktion in der Spitze wieder. So wie es hier tatsächlich irgendwie immer ist. Und ich rechne auch tatsächlich mit dem ersten Biss in der nächsten Stunde maximal. Ich bin jetzt mal gespannt,
wann denn der erste Fisch kommt. Auch in der Vergangenheit hat sich halt gezeigt, wenn mal länger nichts ging und man hatte noch mal ein bisschen was am Futter raufgeschmissen, also wirklich nur ein bisschen, dass die Aktivität dann auf jeden Fall wieder zugenommen hat. Und das ist auf jeden Fall eine mega spannende Geschichte, weil man sich hier an diesem Platz ja, aufgrund der Frequenz auch einfach so ein Stück weit ausprobieren kann. So, ja, heute hat zwar ein bisschen länger gedauert als die letzten Male, aber hier haben wir ihn. Ja, einen schönen, kleinen, kampfstarken Flussschuppi. Der hat wirklich richtig Gas gemacht. Aber sie scheinen ja immer noch relativ träge zu sein. Alle Fische, die ich hier bis jetzt hatte, haben alle noch Egel irgendwo am Körper gehabt. Er hier hat einen am Auge. Werde ich gleich mal gucken, vielleicht kann ich ihn losmachen, weil es nervt bestimmt auf der Linse. Aber trotzdem, geiles Teil, der hat wirklich Druck gemacht. Bis jetzt der Kampfstärkste hier von dem Platz. Und ja, der Plan geht einfach weiterhin auf. Und das macht richtig Bock natürlich. Hübsches Teil. Tagessession Nummer 3 und es ging wieder nur ein Fisch. Ich werde diese Session jetzt so verbuchen und jetzt langsam anfangen einzupacken, weil es sieht aus, als wenn jetzt hier gleich nochmal ein kurzer Regenschauer kommt und so kurz vorm Einpacken habe ich da ehrlicherweise gar keinen Bock drauf. Der Platz wird weiter unter Futter gehalten, ich werde nichts an der Taktik ändern. Mal schauen. Irgendwann wird dieser Bann hoffentlich gebrochen. Ihr werdet ja, weiter mit dabei sein bei diesem ja, Futterplatzprojekt hier. Und die andere Route läuft. Ich muss. Dafür bin ich hier. Ja!